Wir haben es hier ins Bernhard Theater geschafft. Ein kleines Venues angefangen. Jetzt sind wir da. Wieso, dass wir an dem Abend dort sind, weiss ich auch noch nicht. Genau, für welches Format eigentlich? Querformat. Eine Gewaltspielgruppe. Buh, Zero. Ein Nacktmolch. Ein Stück Holz. Eine Lavalampe. Es sind ja Wanzen. Eine Einelklage. Ganz tief unten. Ein Duschbag. Ein Pax-Regal. Ja. Bruno. Nein. Vika. Billy. Heilisch. Wo sie das werden kommen. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, oder? Ich muss dann natürlich für zwei dann, kämpfen, oder? Also wir haben eigentlich gar nichts zu befürchten. Die Tagesform ist ausgeschlafen, frisch ausgeschlafen. Durchgedrückt. Ich war heute am Nachmittag noch in der Massage. Ja, ich weiss wirklich gar nicht, was mich erwartet. Und das beruhigt mich. Der Luch ist zu entspannt. Gell, das ist so entspannt. Nach der Massage. Keine Massage. Ja. Du, ich muss sagen, ich bin gut. Ich war heute noch einmal beim Coiffeur, habe mir eine gute Frisur gemacht. Also wissen wird ich nichts, aber gut ausgesehen wird ich. Hey, das ist nicht ganz hier. Der Knäck war schon McDonalds. Von dem her da sehe ich auch keine Anspannung im Körper. Können wir hier reinkommen? Ah! Ich bin komplett ready fürs Chaos. Ich freue mich mega fest auf das Podcast-Battle. Und ich bin gespannt, wer als Gewinner in der ersten Runde hier in Zürich kommt. Der erste Punkt geht ans Team White Claw. Ich bin Chocolatier. Also ich muss sagen, es war halt wie erwartet. Das bessere Team hat gewonnen. Und, ja, für mich eigentlich nichts erstaunt. Ich finde, es ist unfair gelaufen den ganzen Abend. Aber das Ding ist, so, wir sind hier ein Wokeness-Bubble daheim in Zürich. Und das kann ich auch nicht mehr sagen. Sehen wir über was, Bro, wir haben verloren. Ich bin traurig, aber mein letztes Spiel ist Heimspiel. Und dort werden wir sicher alles wissen. Was? Bordeaux? Bordeaux? Bordeaux! Sorry, bin ich richtig? Battle Show. Zweiter Teil, Rückspiel. La Capella Bern. Es wird heiß. Was soll man noch sagen? Ausser, let's fucking go. No, dort gehen wir dort. Ich mache mit Taschenlampe leicht. Vico, komm hierher. Heute gibt es viel Publikum entscheiden. Ja, so das Gefühl. Weißt du, mit Jubeln, wer gewinnt, wer hat mehr Punkte? Und dort haben wir dann Zürich versagt. Knäckepöllen und der Luke, die sind beide schon. Die sind bretschhei. Ruhe! Hey, die sicher haben schon, die haben schon ein Hungerflash gehabt. Was müssen wir machen? Nein. Hey, ich würde sagen, Strategie ist. Ja, sehe ich auch. Die schon letztes Mal. Hangdrehen. Uno per tutti. Toi, 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 dann wär's an dir, Marco Gschegurdner. Uno per tutti. Tutti per uno. Dann machen wir's. Uno per tutti. Tutti per uno! Ja, gut, es sind nur noch 6 Punkte. Wir haben 5 gut gemacht. Alles andere, inshallah. Gott wird es richten. Seht es gut? Jetzt gibt es ein bisschen Wasser und dann ist es gut. Thailand, gut gespielt. Ey. Laut. Laut viel, aber lustig. Das ist der Heimvorteil. Der Heimvorteil ist einfach frappant. Sieht einfach nicht gut aus. Oder?
Es kommt doch darauf an, wie viel das jetzt mitgegriffen bin, Luke. Hallo, Marco! Ich bin die Oktave von euch. Ich gehe schon mal los. Oben. Hey, ihr braucht aber die Bock von euch da oben. Hey, hi! Ich bin keine da. Klare Kunst. Was? Für mich auch. Wie wünschst du an mich her? Nein, eben das schon mal falsch, oder? Ein Verzeichnis? In der Index. Römischer Kaiser. Nero. Jemanden anleiten. Instruieren. Ein Bein im Gesicht. Nase. Weltanschauung. Mit eine Art von Regen. Nissen. Regen. Käfigsticken. Einsperren. Inhaftieren. Genau, richtig. Hallo? 200 im Bundeshaus. Nationalrat! Genau, richtig. Ja, ja. Aha, genau. Essen. Nudeln. Reykjavik ist die Hauptstadt. Island. Kein Vorteil. Nachteil. Wir wohnen auf einer Insel. Inselbewohner. Sohn von Brüdern. Nichten. Wo bist du? Hölle. Feuerhölle. Inferno. Nicht zahlungsfähig. Stopp. Insolvenz. Ja! Verletzt hast du noch gebraucht. Sieger aus! Hey, komm mal aus der Schiffies!